So, guten Tag zusammen. Mein Name ist Nu, ich bin vom AStA am KIT. Ihr habt es ja gesehen, im Fahrplan steht drin, dass die Queer-Lecture vom AStA am KIT sind. Das ist so eine Vortragsreihe. Wir haben verschiedene Themen, wo sich unser Referat und Studierendenschaft so drum dreht. Und heute sind wir hier, weil eigentlich Feiertag ist, eigentlich das KIT zu hat und wir sind jetzt hier in der GPN untergekommen. Das fand ich ganz nett, weil das so konnten wir einfach einen wöchentlichen Zyklus dabei einhalten. Genau, der Vortrag heute ist von Nadja zur Menstruation. Es wird nächste Woche und übernächste Woche weitere Vorträge geben. Und wir sind damit jetzt auch im CSD-Rahmenprogramm. Also, da sind wir auch mit drin. Falls ihr euch versucht zu erinnern, was da eigentlich war, könnt ihr bei den Menschen nachschauen. Oder ich habe auch noch 2-3 Zettel Papier da auf Nachfrage, genau. Dann wünsche ich an der Stelle viel Spaß mit dem Talk und wir sehen einfach, was kommt. Genau. Danke. Sind jetzt doch ein paar mehr da, als ich gedacht habe. Ganz kurz, ich habe den Vortrag etwas zusammenschneiden müssen, weil eine Stunde war dann doch etwas kürzer, wie ich dachte. Das heißt, wenn es irgendwie Übergänge gibt und ihr nicht mitkommt, könnt ihr einfach nachfragen. Also es kann sein, dass die Übergänge ein bisschen hart sind, aber kann ich gerne noch was, wenn es also einfach nachfragen, wenn irgendwas unklar ist. Genau. Vorweg, es sind auch ein paar Bilder in dem Vortrag, wo man Blut sieht. Also wer da Probleme mit hat, sollte sich drauf gefasst machen. Dann werde ich den Begriff menstruierende Menschen benutzen oder was Ähnliches und nicht Frauen, weil nicht nur Frauen menstruieren. Es gibt ganz viele intersexuelle Menschen, Transgender, Non-Binaries, um die nicht auszuschließen. Ich versuche es auch, wenn ich rede, das zu machen. Das kann sein, die sich, dass das manchmal daneben geht, aber das ist so mein Anspruch an mich. Ausnahme ist, es gibt so ein paar Sachen, wo das soziale Konstrukt Geschlecht, das soziale Konstrukt Frau oder Mädchen diskriminiert wird. Das heißt, die Gesellschaft macht sich ein Konstrukt und diskriminiert dann die Leute. Da habe ich es dann stehen lassen, habe es dann mit einem hochgestellten Trademark markiert, dieses als soziales Konstrukt gebrandmarkt ist. Genau, diesen Sonntag, 28. Mai, ist der internationale Tag der Menstruationshygiene. Der findet seit 2014 jährlich statt, soll Tabus um das Thema Menstruation brechen und dazu führen, dass Leute sich mit dem Thema beschäftigen und auch weltweit aufklären und sensibilisieren. Denn es gibt immer noch einen Großteil der Menschen, die keinen Zugang zu sanitären Anlagen haben und für die das Thema Menstruation tatsächlich bedeutet, gesellschaftlich ausgeschlossen zu werden. Leider ist die Kampagne sehr binär geschlechtlich, das heißt, sie machen wirklich Männlein, Weiblein, machen auch alles in Farben rosa und blau. Vielleicht wird sich ja im nächsten Jahr nochmal was ändern. Genau, warum überhaupt mit dem Thema beschäftigen? Da gibt's halt so ein paar Sachen. Tödliche Aberglaube. In Nepal werden Frauen tatsächlich ins Exil geschickt. Das heißt, die dürfen nicht ins Dorf. Die müssen nachts draußen in der Wildnis übernachten. Und zwar so lange, bis ihre Periode rum ist und dürfen dann wieder erst ins Camp, weil man davon ausgeht oder man dran glaubt, dass sie Unglück ansonsten übers Dorf bringen. Und der Artikel ist auch relativ aktuell. Ich habe es leider abgeschnitten. Ich glaube, im März 2017 ist der gewesen. Also genau, Indien hat man sowas Ähnliches tatsächlich auch. Das ist auch sehr religiös bestimmt. Die haben meistens Hütten, wo sie dann mit mehreren Leuten übernachten. Aber ja, auch außerhalb und wenn sie krank werden oder so, die dürfen halt auch nicht ins Dorf. Dann ist es natürlich auch ein großes Problem mit der Schulbildung. Wenn es keine adäquaten Möglichkeiten gibt für Hygieneprodukte oder so, ist es tatsächlich so, dass Mädchen und so junge Mädchen und Frauen dann teilweise nicht in die Schule können oder dürfen tatsächlich auch. Das ist in Afrika ein großes Problem, aber auch andernorts. Also da hat man zum Beispiel 34% der indischen Mädchenschulen haben funktionierende Toiletten. Das heißt, es ist ein gutes Drittel, der Rest hat keine funktionierenden Sanitätsanlagen. In Burkina Faso haben nur 17% der Mädchen Möglichkeit, überhaupt
ihre Hygieneprodukte zu wechseln während der Schulzeit. Und in Afrika geht circa jedes 10. menstruierende Mädchen während der Menstruation nicht in die Schule. Und wenn man sich halt das wirklich mal überlegt, jedes 10. Mädchen, die haben es da eh schon schwer, und werden dann halt nochmal ausgegrenzt. Also das sind schon die, die schon zur Schule gehen. Davon wird dann jede 10. nochmal eine Woche im Monat wegbleiben, ausfallen. Das ist Unterricht, den man auch so nicht nachholen kann zeitlich. Genau. Es gibt immer noch nicht überall auf der Welt adäquate Menstruationshygieneprodukte, so dass halt vielerorts auf Zeitungspapier, alte Socken oder Pflanzenblätter umgestiegen wird. Das ist natürlich hygienisch nicht so das Wahre. Führt auch wieder öfters zu Krankheiten, auch wieder zur Ausgrenzung. Und dann haben wir halt auch in vielen Teilen der Welt, wie eben schon gesagt, dieser religiöse Aberglaube und das Stigma, blutende Menschen Unheil übers Dorf bringen. Dann kriege ich immer zu hören, aber bei uns gibt es ja keine Probleme mit der Menstruation. Das stimmt nicht so ganz. Also wenn man sich die kommerziellen Tampons und Binden anguckt, wurden schon mehrfach gesundheitsschädliche Chemikalien entdeckt. Das letzte war Glyphosat. Also noch bevor diese Glyphosat-Geschichte mit dem Bier herauskam, also so einen Monat vorher kam raus, dass in den gängigsten Tampons tatsächlich Glyphosat in nicht unerheblichen Mengen drin ist. Das ist so ein Pflanzenschutzmittel. Ein Pflanzenschutzmittel von Monsanto. Tatsächlich bei dem größten Markenhersteller mit den zwei Buchstaben nicht. Die haben nämlich Viskose, die haben keine Baumwolle, die benutzen Viskose. Da ist aber das Problem, dass das einen besseren Nährboden für Bakterien bietet, die Viskose, und damit die Gefahr größer ist, an einem toxischen Schocksyndrom zu erkranken. Stellen wir immer wieder fest, dass es auch hierzulande bei dem Thema unglaubliche Wissenslücken gibt. Weil zum Beispiel es gibt viele Menschen, die Tampons benutzen und nicht wissen, was das toxische Schocksyndrom ist tatsächlich. Und das ist eine Krankheit, an der man sterben kann, also sollte man das wissen. Vor allem, da sie halt hauptsächlich im Zusammenhang mit Tampons auftritt. Wir hatten es auch gehabt in der Menstruationstassengruppe, da kommt häufiger die Nachfrage, aber da läuft doch der Urin rein, weil erwachsene Menschen nicht wissen, dass die Harnröhre und der Scheidengang unterschiedliche Gänge sind und dass das nicht zusammenhängt und dass das gar nicht im Regelfall passieren kann. Und dann ist es immer noch ein sehr, sehr großes Tabuthema. Das heißt, selbst hier in Deutschland ist es so, wenn man das Thema anfängt, nehmen die meisten Reis aus oder wollen es nicht hören oder dann wird ganz merkwürdig angeguckt. Und dann haben wir noch kleines Quiz eingebaut. Im deutschen Steuersystem gibt es ja die 19% Mehrwertsteuer und die 7% Mehrwertsteuer für Artikel des täglichen Bedarfs. Das könnt ihr euch mal überlegen. Das habe ich so vier Sachen gebracht. Und ihr könnt euch überlegen, werden die mit 7% versteuert, weil es Artikel des alltäglichen Bedarfs sind, oder werden sie mit 19% versteuert? Das ist ein Maulesel. Ein Tampon, eine Menstruationstasse, Kaviar. Ne? Tatsächlich ist es wichtig, dass es ein Maulesel ist, weil wenn es ein Hausesel wäre, wären es 19%. Es kommt daher, dass man halt ein Gesetz gemacht hat, das quasi Ausnahmen macht für Artikel des alltäglichen Bedarfs. Und diese Ausnahmen haben halt weiße, privilegierte Männer gemacht. Da hat vermutlich einfach keiner dran gedacht, dass man eventuell Tampons braucht. Und dass das halt wirklich ein Artikel ist, den Menschen wirklich, manche Menschen täglich benutzen. Oder regelmäßig benutzen. Dieser Hashtag Tampon-Text gibt's auch es ist auch ein großes Thema in anderen Ländern. Ganz groß war es in den letzten Jahren in Großbritannien. Die hatten tatsächlich eine Steuer auf Sanitätsprodukte von 17,5%. Die hatten eine Sondersteuer, eine Luxussteuer für Tampons. Gab dann diverse große Proteste mit Petitionen, mit Infoveranstaltungen. Es gab Frauen, die sich tatsächlich weiße Hosen angezogen haben und das laufen lassen haben,
dass dann als Protest vorm Regierungsgebäude saßen. Und man hat es dann 2015 geschafft, dass es auf 5% gesenkt worden ist, die Steuer. Ganz runter konnten sie die Steuer nicht machen, wegen EU-Regelungen. Hätten sie ja jetzt demnächst die Möglichkeit. Genau, zum Thema Tabuthema. Es gibt die Firma Things, die stellt Menstruationshöschen her. Das sind quasi Unterhosen mit eingebauten Binden. Und die hat Werbung gemacht und wollte die in den New Yorker U-Bahnen aufhängen und durfte das nicht, weil diese Bilder viel zu viel nackte Haut zeigen würden, viel zu sexuell wären und das so nicht geht. Können wir uns ja mal angucken. Das war jetzt eine von denen. Also ich kenne Werbung, die schlimmer ist. Eine andere. So ähnlich waren die alle gehalten. Und dann können wir uns mal angucken, was sonst so in den U-Bahnen hängt in New York. Das ist nicht sexuell und nicht zu viel Haut. Und dann sieht man halt, dass es halt ein vorgeschobenes Argument ist und dass es tatsächlich nur um das Thema geht. Weil das, finde ich, ist auch in keinster Weise irgendwie anstößig oder sonst was. Aber kaum schreibt man Periode drauf, ist es plötzlich ein Problem. Während sowas überhaupt kein Problem darstellt. Dann hat Rupi Kaur, das ist eine Schriftstellerin und eine kanadische Studentin, eine Bildreihe zum Thema Menstruation gemacht, um auch mit dem Thema zu brechen, hat dann dieses Bild auf Instagram gepostet und es wurde direkt gelöscht, noch nicht mal nach einer Stunde. Sie hat es dann 2 oder 3 Mal wieder versucht hochzuladen, es ist immer direkt gelöscht worden. Wenn man weiß, wie lang Facebook, Instagram braucht für Hasspostings zu löschen, Bedrohungen zu löschen, das dauert ewig und da ist jetzt auch nichts Schlimmes dran. Man sieht einen kleinen Blutfleck auf dem Bett und an der Hose, ist aber ein großes Problem. Auch argumentiert mit unseren AGBs und so und ja, es ist aber keine Gewaltdarstellung, es ist nichts Sexualisiertes, es ist, verstößt in keinster Weise gegen die Instagram-AGBs. Sie hat es aber nicht geschafft, es auf Instagram zu lassen, hat dafür aber einen riesen Medienrummel gehabt, und ist dadurch halb berühmt geworden und hat tatsächlich geschafft, damit das Thema auch mal wieder zu lossieren, tatsächlich in den Nachrichten. Also hat Instagram quasi ihren Gefallen getan. Genau. Dann hat 2015 Kiran Gandhi den London-Marathon mitgelaufen, ohne Tampon, obwohl sie gerade ihre Periode bekommen hatte. Es war auch eine bewusste Entscheidung von ihr. Es gibt ein paar Medienberichte, die behaupten, es wäre Zufall gewesen. Ja, die hat, sie selber sagt, hat sich das tatsächlich, hat spontan ihre Periode bekommen, hat sich dann gedacht, morgens laufe ich ohne. Und ein Zitat von ihr ist, ich rannte mit dem Blut, das meine Beine hinunterlief, für Schwestern, die keinen Zugang zu Tampons haben und für Schwestern, die ihre Periode trotz Krämpfen und Schmerzen verstecken und so tun, als ob sie nicht existierte. Gab auch ein riesiges Medienecho, wurde weltweit berichtet und fand ich sehr erstaunlich, weil es ist halt nichts passiert, außer ein Fleck auf der Hose. Aber das hat anscheinend so viele Menschen sehr arg verstört, hat aber sehr viel positiven Zuspruch bekommen. Kritische Stimmen waren da eher weniger. Also da an der roten Hose sieht man, es ein bisschen dunkel, ist ein bisschen schlecht aufgenommen. Aber ja, genau, mitmachen. Zu schnell jetzt. Das Tabu können wir nur brechen, wenn wir alle mitmachen und wir müssen ja nicht immer eine riesen Medienaktion machen. Man kann es auch im Kleinen machen. Das ist erstmal sich selber informieren über die Themen und auch offen mit den Themen umgehen. Das heißt, drüber sprechen. Wenn man einen Tampon irgendwie sich von jemand anderen ausleiht, nicht versteckt, irgendwie tuscheln, sondern einfach mal offen, auch wenn da Arbeitskollege daneben sitzt, fragen, kann ich einen Tampon haben? Warum sollen wir uns verstecken? Das ist ein ganz normaler körperlicher Vorgang. Genau, man kann auch ein bisschen kreativ sein. Das sind so Tamponmonster, ne, ein bisschen, oder das andere ist eine eingehäkelte Menstruationstasse als Täschchen in Uterusform. Da kann man, glaube ich, vieles machen und im Kleinen viel bewirken, indem man tatsächlich einfach mal offen mit dem Thema umgeht oder auf Twitter schreibt.
Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, seit ich regelmäßig über meine Periode und meine Menstruation auf Twitter schreibe, bekomme ich tatsächlich viele Anfragen und viele Menschen fragen mich Sachen. Auch Cis-Männer, die nichts mit dem Thema zu tun haben, kommen auf mich zu und fragen mich Sachen, weil sie sich vorher nicht getraut haben zu fragen. Und wissen, wie ich halt offen mit dem Thema umgehe. Und da ist eigentlich große Neugier da, man traut sich halt nicht. Und ja, so Sachen umwirken kann man halt wirklich nur, wenn man halt offen ist. Was man zum Beispiel ausprobieren kann, sind alternative Monatsprodukte. Also weg von diesem Einwegscheiß. Da hat man zum Beispiel die Menstruationstasse. Das ist quasi so ein kleiner Kelch aus meistens medizinischem Silikon. Gibt es aber auch aus Plastik, TPE, Kautschuk gibt es ein paar. Es gibt sogar eine aus Glas. Und es gibt eine programmierbare. Ja, da gab es ich habe es nicht verstanden. Aber die postet das quasi direkt an dein Handy und dann sagt die dir, wann die Tasse voll ist. dann gibt es Stoffbinden. Die funktionieren wie ganz normale Binden, wie man sie kennt, nur sie halt auf Stoff sind, man sie waschen kann und einfach wiederverwendet. Soft-Tampons oder Menstruationsschwämmchen, das ist quasi dasselbe. Soft-Tampons sind halt auch aus einem Plastik und Menstruationsschwämmchen sind halt tatsächlich Naturschwämme. Die können auch beim Geschlechtsverkehr drin bleiben. Also Menstruationstasse beim Geschlechtsverkehr bitte vorher rausnehmen, das kann zu Verletzungen führen. Diese Soft-Tampons sind tatsächlich safe. Dann gibt's Soft-Cups. Die sind sehr ähnlich wie die Menstruationstasse, sind aber allerdings Einwegprodukte und auch aus einem weichen Material. Das heißt, es gibt nach, können dann auch beim Geschlechtsverkehr drin bleiben. Dann natürlich diese Menstruationsunterhosen, die haben aber leider, die sind wohl nicht ganz so, die nehmen nicht ganz so viel Zeug auf. Also den finde ich dann auch so, wenn man unterwegs die Unterhose wechseln, finde ich jetzt auch nicht so praktisch. Was es auch gibt, was ich jetzt hier nicht aufgeführt habe, ist tatsächlich freies Bluten. Dann nimmt man gar kein Monatsprodukt, sondern man trainiert seinen Uterus drauf, wie die Blase quasi zuzuhalten und wartet dann, bis man auf Toilette geht und lässt es dann laufen. Es gibt immer mal wieder Frauen, die behaupten, sie können das. Ich kann es nicht. das muss man wohl auch trainieren und das dauert wohl auch lange, bis man das hinkriegt und das geht auch ein paar Mal schief. Aber wenn es funktioniert, warum nicht? Genau, Menstruationstasse, ganz witzig, Patent schon 1937 angemeldet worden, zeitgleich mit dem Tampon quasi. Ist wesentlich umweltfreundlicher, wenn man es auch wiederverwendet. Also man nimmt die, kocht die am Ende der Woche aus und dann ist sie tatsächlich bis zu 10 Jahre benutzbar. Zumindest die aus Silikon, die aus Naturkautschuk hält nur 2 Jahre oder so. Hat keine Chemikalien, die den Körper belasten. Trocknet die Scheide nicht aus. So ein Tampon ist ja quasi ein Schwamm, der trocknet halt auch die Schleimhäute aus. Gut geeignet, wenn man unterwegs ist, im Wald oder so, und keine sanitären Anlagen hat und auch nicht unbedingt da nachher noch 3 Tonnen Nassmüll mit sich rumschleppen will, so im Wald oder so. Hat meist ein wesentlich größeres Fassungsvermögen als ein Tampon. Darf auch im Gegensatz zum Tampon bis zu 12 Stunden drin bleiben. Also ein Tampon muss nach 4 bis 6 Stunden gewechselt werden, spätestens. Menstruationstasse tatsächlich 12 Stunden. Hat auch ein sehr geringes TSS-Risiko, also toxisches Schocksyndrom. Tatsächlich gibt es bisher keinen bekannten Fall, in dem eine Menstruationstasse zu TSS geführt hat. Genau, mal so ein bisschen Größenvergleich zu haben. Genau, bei einer Menstruationstasse, wenn man sich die kaufen will, muss man ein bisschen Acht geben. Es gibt da so Größenangaben der Hersteller, da steht dann irgendwie drauf für Frauen über 30 und bei einer Körpergröße von 1,76, das ist totaler Schwachsinn. Weil meine Körpergröße hat nichts mit da drin zu tun. Man kann sie sich auch gut Glück kaufen, aber es ist so, wenn ich in den Schuhladen gehe, irgendein Schuhpark greift mir das Kauf, wenn ich Glück habe, passt es. Wenn ich eine durchschnittliche Schuhgröße habe, habe ich wahrscheinlich auch höhere Chance, dass ich eine richtige greife. Aber da muss man tatsächlich vorher sich ein bisschen mit auseinandersetzen und recherchieren.
Es gibt auch diverse Internetforen mittlerweile. Man kann auch bei spezialisierten Shops, also es gibt Internetshops, die tatsächlich fast nur Menstruationshygieneprodukte verkaufen. Denen kann man seine Daten schicken, die beraten einen auch gerne und auch gut. Ich habe da sogar die Erfahrung gemacht, dass sie ein Produkt anbieten, das sie selber nicht führen und da sagen, wo man, in welchem Shop man es herkriegt. Ja. Tassenfinder.de. Das ist doch gerade sehr ideell. Es wird immer von Frau und jede Frau ist anders geschaffen. Und ich habe auch mal die angeschrieben, ob sie das ändern wollen sollen. Ich sage es gerade nochmal für die im Stream. Es gibt wohl mittlerweile online Tassenfinder.de. Da kann man seine Angaben reingeben und die suchen was raus. Genau. Oder selbst recherchieren. Ist halt ein bisschen zeitaufwendig. Also, aber lohnt sich. Also ich habe mittlerweile seit 2 Jahren eine Tasse, ich gebe sie nicht mehr her. Genau, benötigte Daten ist Höhe vom Muttermund. Den kann man ganz einfach selber messen. Da gibt es auch im Internet, das kann man googeln, ein How-To-Wiki. Aber im Prinzip Hände waschen, Finger rein, merken, wo der Muttermund ist, also merken, wie weit man den Finger dran hat, dann den Finger messen. Bitte kein Lineal oder sonstiges. Nimmt den Finger, sonst ist die Verletzungsgefahr tatsächlich zu groß. Witzigerweise, also während dem Zyklus wandert der Muttermund tatsächlich. Das heißt, während der Menstruation ist er am niedrigsten und wandert tatsächlich am Anfang hoch, ja? Dann, wenn man die Tasse braucht. Also während der Menstruation. Und am besten auch 2-3 Mal. Weil auch während der Menstruation der Muttermund wandern kann. Also es gibt Menschen, da wandert der quasi gar nicht. Also während dem kompletten Zyklus nur 1-2 Zentimeter. Es gibt Menschen, da wandert er während der Periode auf und ab. Das heißt, am besten ein paar Mal messen und dann ist man auf der sicheren Seite. Die Stärke der Blutung. Das ist auch immer witzig, wenn das im Forum nachgefragt wird, da antwortet nämlich jeder drauf normal. Und normal kann heißen, 2 Milliliter in einem halben Tag, kann aber auch heißen 20 Milliliter. Oder bis zu 200. Also das Stärkste, was ich gehört habe, waren 200 Milliliter am Tag. Das ist halt schon ein großer Unterschied. So eine Tasse hat, glaube ich, im Normalfall, meine hat 7,5 Milliliter Fassungsvermögen. Genau, da ist dann halt bei 200 Milliliter, da ist man auch ständig am Wechseln. Aber es gibt auch Tassen mit mehr Volumen, deswegen fragt man das auch ab. Und auch wichtig ist auf jeden Fall die Stärke des Beckenbodens. Da sind Menschen, die halt schon mal ein Kind geboren haben, ja meistens einen schwächeren Beckenboden. Da ist dann wichtig wegen der Festigkeit von der Tasse, vom Material. Es gibt welche, die sind weicher, es gibt welche, die sind fester. Und wenn man einen starken Beckenboden hat und eine weiche Tasse kauft, drückt der Beckenboden quasi die Tasse ein. Und dann löst sich der Unterdruck und dann ist sie undicht. Andersherum, wenn man schwachen Beckenboden hat und eine harte Tasse, kann sein, dass es unangenehm ist. Und außerdem hilfreich zu wissen, sportliche Aktivitäten, also wenn man reitet oder Yoga macht, das sind alles Aktivitäten, die den Beckenboden trainieren. Anzahl der Geburten und das Alter ist auch so halbwegs wichtig. Also ein ganz junger Mensch hat da meistens einen engeren Gang, das heißt, braucht dann auch vom Durchmesser her eine schmalere Tasse als jemand, der 40 ist und schon 3 Kinder gekriegt hat. Das sind halt auch nicht immer ganz sozusagen, aber das sind so Indizien. Und also bei den Internetforen wollte ich noch sagen, wenn ihr da Daten angebt, das brauche ich hier wahrscheinlich nicht sozusagen, aber ich sage es trotzdem immer wieder, es gibt da tatsächlich Menschen, die Sachen sagen, die sie sich nicht trauen, ihrem Arzt zu sagen, schreiben es aber in eine Facebook-Gruppe mit 600.000 Menschen drin. Das ist nur eine scheinbare Anonymität und selbst wenn die Facebook-Gruppe geschlossen ist, das ist nicht geheim. Also was ihr da reinschreibt, sollten halt wirklich nur Sachen sein, wo ihr auch wirklich kein Problem mit habt, wenn das der Rest der Welt erfährt. Sollte man im Hinterkopf behalten, ist auch gerade bei dem Thema, finde ich, relativ wichtig, weil dann oft die Menschen anfangen, ins Plaudern zu kommen, weil sie endlich drüber reden können, im Anonymität des Internets sich dann endlich mal trauen
Und so dann von einem Thema zum anderen kommen und dann tatsächlich Sachen verraten, die man nicht will, dass es der Nachbar weiß. Genau. Stoffbinden sind auch wieder umweltfreundlich. Sehr günstig, wenn man sie selber macht. Ist auch ziemlich einfach, selbst ich, die nicht nähen kann, hat das hingekriegt. Kann sich ein Schnittmuster selber machen. Da gibt es auch unzählige Anleitungen zu im Internet, auf YouTube. Wenn man sie kauft, sind sie meistens ziemlich teuer. Werden nach der Benutzung gewaschen. Das heißt, man sammelt die einfach in einem Eimer mit Wasser. Einige geben eine Aspirin rein. Aber ganz wichtig ist, zuerst kalt auswaschen und dann in die Waschmaschine. Dann kriegt es nämlich keine Flecken. Also immer bei Blut, erst was kaltes Wasser, dann heiß. Und hat dadurch, dass es halt auch nicht im Körper ist, kein Risiko für das toxische Schocksyndrom. Und natürlich keine chemischen Stoffe, die in den Körper, die den Körper also im Körper belasten. Es gibt solche, die duften. Würde ich Finger weglassen. Also gibt es gerade bei den Einwegprodukten, ich kenne jemanden aus der Notaufnahme, der hat gemeint, da haben sie regelmäßig Leute mit wirklich fiesem Ausschlag. Also alles, wo irgendwie Duftstoffe dran gemacht werden. Das sind halt auch Schleimhäute. Da sollte man halt wirklich versuchen, so wenig wie möglich fremdes Zeug dazu zu haben. Genau. Da bin ich echt viel zu schnell jetzt. Das ist auch schon so quasi so mein Ende vom Vortrag. Ich wollte nochmal aufs toxische Schocksyndrom nämlich explizit kommen, weil das tatsächlich viele Leute tatsächlich gar nicht kennen. Und das ist quasi ein schweres Kreislauf- und Organversagen, das, wenn es zu spät entdeckt wird, tatsächlich zum Tode führt. Wird meistens ausgelöst durch Staphylokokken, selten auch manchmal Streptokokken. Und das Bakterium an sich ist gar nicht das Problem, sondern die Ausscheidung des Bakteriums. Die scheiden nämlich Toxine aus, die quasi den Körper vergiften. Normalerweise kriegt man auch ein Antibiotikum und wird an die Dialyse angeschlossen, wenn es rechtzeitig erkannt wird. Und ist auch sehr selten, also findet mittlerweile sehr, sehr selten, gibt es solche Fälle. Gab halt damals, kam es in den Medien, weil es in den 80er Jahren eine Riesenwelle gab. Das heißt, sie hatten plötzlich einen Riesenpeak an Menschen, die am toxischen Schocksyndrom gelitten haben. Man hat sich gedacht, wie kommt denn das? Hat dann festgestellt, oh, das sind ja nur Frauen. Und hat dann festgestellt tatsächlich, das Problem war nämlich, es kam ein neuer Tampon auf den Markt, der größer war, mehr Fassungsvolumen hatte und man den dann einfach einen ganzen Tag drin behalten hat. Das hat dann dazu geführt, die sich halt im Tampon, ne, das ist warm, da ist es feucht, da hat man das Blut, da haben die Bakterien quasi richtig schönes Klima. Genau. Und gab dann tatsächlich mehrere Menschen, die auch gestorben sind. Und die Tampons wurden dann wieder vom Markt genommen und es gab eine riesen Klagewelle gegen den Hersteller. Der Anwalt, der die Sammelklage gemacht hat, hat auch ein Buch dazu geschrieben. Das muss sehr gut sein, das habe ich selber noch nicht gelesen, das ist immer noch auf meiner Liste, um gelesen zu werden. Deswegen steht auch mittlerweile auf den ganzen Tamponpacken, vielleicht sollte man wissen, was sind denn die Symptome. Wenn man sich das jetzt durchliest, ne, das ist soweit, das gibt man in die Google-Suche ein und entweder hat man nur einen leichten Schnupfen oder man ist eine halbe Stunde tot. Also es sind halt so Symptome, ja, ne, das trifft halt auch vieles zu und es ist auch nicht immer alles gleich. Ne, also bei manchen kommt dann erst das Fieber und der Durchfall oder so später. Man sollte es auf jeden Fall im Kopf haben, wenn man seine Periode hat und einen Tampon benutzt, dass man es im Hinterkopf behält, dass tatsächlich, wenn solche Symptome auftreten und man nicht schon vorher rumgekränkelt hat, dass man dann doch eher zum Arzt geht. Und vor allem, wenn man den Tampon halt schon ewig drin hat. Also das, genau. Deshalb den Tampon nie länger als 4 bis 6 Stunden tragen. Das ist auch das, was tatsächlich in den Beipackzetteln vom Tampon. Die Tamponpackungen haben nicht Beipackzettel und da steht das drin. Das muss da nämlich drin stehen. Es liest bloß keiner, habe ich festgestellt. Viele lesen es nicht. Genau. Und falls man irgendwie so Symptome hat oder zum Arzt muss, sollte man das auf jeden Fall im Gespräch erwähnen.
weil es einfach eine so seltene Krankheit ist, also die so selten auftritt, dass es halt meistens gar nicht auf dem Schirm ist. Und wenn man den Ärzten dann sagt, ich benutze gerade, bin am Menstruieren, benutze Tampons, ist das für die schon mal ein guter Hinweis. Weil ansonsten wird das wahrscheinlich zu spät entdeckt. Und wie gesagt, kommt mittlerweile sehr, sehr, sehr selten vor, Gott sei Dank. Und es ist auch nicht so, dass man, wenn man jetzt 6 Stunden und 10 Minuten drin hat, direkt tot ist. Das ist halt die Zeit, die sie angeben, wo sie sagen, das ist sicher. Das ist wie beim Menstruationstest, die sagen 12 Stunden. Vermutlich könnte man es auch länger drin lassen, wird das Risiko halt nicht eingehen. Genauso ist es da. Und je länger man es trägt, desto höher ist das Risiko halt. Ich habe auch eine Bekannte, die hat mal vergessen, ihren Tampon beim letzten Mal zu wechseln, rauszunehmen. Die hat einen Monat drin und es ist nichts passiert. Wie das passieren kann, verstehe ich auch nicht. Aber, ne, also es kann gut gehen, es muss aber nicht. Und über Nacht haben es die meisten ja auch tatsächlich länger drin als die 6 Stunden. Also, genau. Und dann noch Queer Lectures, genau. Kurzer Hinweis. Die nächsten Vorträge sind Integration von Geflüchteten am KIT am 1. Juni und am 8. Juni bisexuell Leben in der Heteronormativität, dann aber am Campus Süd vom KIT. Kann man aber wieder auf asta-kit.de/querlectures nachlesen. Und dann würde ich noch Fragen zulassen, wenn noch jemand fragt. Oh, ich kann auch wieder zurückgehen, wenn du es fotografieren willst. Ah, ich habe auch noch Flyer hier liegen, wurde mir gerade zugeflüstert. Könnt ihr auch gerne mitnehmen, wenn er nachher geht. Genau, und dann würde ich sagen, wer noch Fragen hat, kann auch gerne noch zu anderen Themen mehr erzählen, wenn euch irgendwas interessiert hat. Ja? Ich habe mal nach dieser programmierbaren Tasse gesucht und ich glaube, es war ein Scam. Also da haben sich ein Haufen Leute bei unserem Kickstarter-Ding halt Geld reingeschoben und da kam nichts raus am Ende. Also falls jemand vorhat, sowas zu entwickeln, das wäre schon cool. Wenn sie denn richtig programmierbar ist. Ich glaube, das Ding war auch irgendwie nur, man hatte unten einen Chip drin und eine Batterie und dann hat das irgendwie nur irgendwie gemessen, also sollte nur messen, wie schwer die Tasse ist oder so und dann, also noch nicht mal eine lustige Spielerei, aber da kann man bestimmt was Witziges machen. Vielleicht ist es eigentlich gar keine Frage, nur kurz zu den Menstruationstassen, das ist ja wirklich wichtig zu gucken, ob man da die richtige hat, aber wenn einem diese Schwelle zu hoch ist, man kann die auch einfach bei den großen Drogeriemarktketten kaufen, so fürs erste ausprobieren. Da ist vielleicht die Schwelle dann nicht ganz so hoch, aber die kann man tatsächlich jetzt ganz normal hier in Karlsruhe in Drogeriemärkten kaufen mittlerweile, ist voll gut. In einem. aber auch erst seit tatsächlich, ich glaube, einem Jahr. Eine andere Drogeriemarktkette hatte es im Online-Angebot, aber auch nur eine einzige. Und es gibt halt auch, das ist aber die aus Plastik. Und ich muss sagen, es gibt viele, die sehr zufrieden mit dieser Marke sind. Ich habe die als Notfalltasse, die habe ich mir damals auch gekauft. Die ist auch relativ günstig für 15 Euro. Also Kosten zwischen 15 und 30 Euro. Man kann sich auch einen 2 Euro China-Import kaufen. Das würde ich aber auch nicht empfehlen, weil das ist nämlich bestimmt kein medizinisches Latex. Das sind aber auch nur gewisse Größen. Also das sind aber auch die Größen, die den meisten Leuten passen. Du hast ja am Anfang das Problem erwähnt, dass in vielen, in Anführungszeichen, Entwicklungsländern oder sogenannten Dritte Weltländern aufgrund der dortigen patriarchalischen Gesellschaft Mädchen TM jetzt ja eh schon viel seltener zur Schule gehen und wenn es dann noch diese Probleme mit den Hygienevorschriften und Ähnlichem geht. Und da frage ich mich jetzt, habe ich mich ja gerade gefragt, was ist jetzt eigentlich mit den sogenannten Schwellenländern oder Ländern, die zunehmend industrialisiert werden? Merkt man dadurch eine Art, in Anführungszeichen, Verbesserung oder eher nicht, weil dort ja Kinder, Mädchen, TM ja auch unter anderem zur Arbeit herangezogen werden und dort im Allgemeinen die Verhältnisse jetzt ja auch nicht so wirklich die dollsten sind. Ich meine, bei uns wurde Arbeitsschutz und Kinderarbeitsverbot ja auch erst eingeführt, als man befürchtete, der Sozialismus steht vor der Tür.
Ja, also tatsächlich ist es in den Fabriken so, dass es da teilweise einfach, die lassen es dann laufen. Das sind ja auch meistens dann, die werden auch also oft nach Geschlechtern getrennt in den Fabriken. Das hatten wir ja hier in den 50er, 60er Jahren auch noch. Da haben die Frauen bei GM im Werk beim Sitzennähen gearbeitet und die Männer dann halt bei den ganzen technischen Sachen, wo man quasi nur den Abteilungsleiter als, also aber das wird dann tatsächlich wie hier im Mittelalter einfach laufen gelassen. Oder sie haben halt ihre Blätter, ihre Socken, ihre Zeitungen, aber das ist halt... Ja, also tatsächlich habe ich bei meinen Tampons, Menstasse, was auch immer, stand halt tatsächlich alle 8 Stunden wechseln beim Tampon drauf. Also maximal 8 Stunden drin lassen wegen TSS. Und meine Menstasse sagt auch 1 bis 2 Mal täglich wechseln. Also ich finde es tatsächlich angenehm, auch nur einmal täglich wechseln zu müssen, wenn das vom Volumen passt, weil man das dann einfach beim Duschen tun kann, weil wir kein Waschbecken in unserem Toilettenraum haben und so. Ja, und auch wenn man unterwegs ist, ist das halt irgendwie einfacher. Ist halt eine persönliche Entscheidung. Ich meine, man kann keinen zwingen. Wie gesagt, bei der Menstruationstasse ist auch bisher noch kein Fall aufgetreten. Also es gibt keinen dokumentierten Fall. Es gibt wohl den Fall, dass ein Mensch eine Menstruationstasse benutzt hat und TSS bekommen hat. Aber das hat wahrscheinlich nicht im Zusammenhang, also es ist nicht im Zusammenhang gebracht werden können. Das heißt, man geht davon aus, dass die Benutzung der Menstasse da nichts mit zu tun hat. Also TSS gibt es ja auch noch, kann man sich auch noch anders da einfangen. Genau, aber da ist es tatsächlich so. Und da glaube ich auch fast dran, dass man es theoretisch länger drin lassen könnte. Es wird aber überall 12 Stunden geschrieben. Welche Tasse hast du denn? Also bei meiner Tasse steht das nicht. Und das ist die einfache vom DM. Da steht 1 bis 2 Mal täglich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß auch nicht, wie lange die schon da so... Bei der bin ich mir ziemlich sicher, dass da auch irgendwas draufsteht von... Die habe ich nämlich auch, da steht auf jeden Fall was drin. Ja, ich meine halt eben 1 bis 2 Mal täglich, aber ich habe sie jetzt natürlich nicht hier also, und kann deswegen nicht nach. Definitiv 12 Stunden. Also 12 Stunden ist die, was sie offiziell schreiben. Die haben wahrscheinlich auch da noch mal ein bisschen Sicherheit mit reingerechnet, gehe ich mal von aus. Aber tatsächlich sind es 12 Stunden bei der Menstruationstasse. Ja, also ich kann bezeugen, dass auch 3 Wochen durchaus in Ordnung ist. Es kann gut gehen. Es muss halt nicht. Wie kann das passieren? Also ich meine, bei der Tasse gibt es halt kein Bändchen, was rausschaut. Wenn ansonsten kein Verkehr stattfindet, dann kann das schon passieren. Ja, also das ist damals bei einem Tampon gewesen und nicht bei einer Tasse. Also bei mir war es eine Tasse. Ah, okay, da verstehe ich, weil die merke ich auch nicht. Also da muss ich mir auch immer einen Wecker stellen, damit ich dran denke, sie regelmäßig zu leeren. Aber ja, also es kann gut gehen und eine Tasse hat auch einen Vorteil, das medizinische Silikon, da haften halt keine Bakterien dran. Das heißt, man hat tatsächlich nur die Bakterien, die im Blut selber sind. Deswegen ist da das Risiko einfach geringer, während so ein Tampon halt wirklich ideale Klima bietet fürs Bakterienwachstum. Man muss ja auch sagen, man braucht ja erstmal ein paar Anfangsbakterien. Das heißt, man muss irgendwie den Erreger ja schon in sich tragen, damit er sich auch vermehren kann. Das heißt, das ist wahrscheinlich schon mal die erste Hürde. Aber wie gesagt, es kann halt auch schief gehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass diese freie Menstruation ein bisschen vernachlässigt wird oft, weil egal mit welchem Monatsprodukt, man fühlt sich ja doch immer noch irgendwie ein bisschen hilflos und inkontinent, weil es einfach so, weil man nichts machen kann, dagegen, dass es rausläuft. Und ich kann aber berichten, also ich trainiere jetzt seit einem Jahr freie Menstruation und ich habe das so die ersten 3 Tage im Griff, muss man sagen. Aber es ist natürlich gut, wenn man am Anfang gerade oder für die letzten Tage wusste, wo man es auch nicht mehr so gut spürt einfach, wann wie viel kommt, dass man da Binden oder irgendwie halt einen doppelten Boden verwendet, dann kann man das gut lernen. Ja, also das ist bei mir jetzt relativ kurz gekommen, weil da habe ich halt einfach keinen Erfahrungswert und ich habe bisher auch, außer so ein paar Menschen im Internet, die ich auch selber nicht weiter kenne, noch keinen gehabt, also ist jetzt schön, dass ich mal jemanden sehe, der das macht. Ist ja dann doch immer was anderes. Von daher ist es dann schwer für mich drüber zu referieren, weil ich einfach nicht die Erfahrung habe und das auch nicht.
wie gesagt, ich kann mir sagen, das, bei mir funktioniert es gar nicht. Aber Menschen sind halt auch unterschiedlich. Genauso wie der eine Mensch viel blutet, der andere weniger. Das ist wahrscheinlich für den einfacher zu spüren und zu merken, für den anderen halt überhaupt nicht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Vielleicht für Leute, die sich für das Thema interessieren. Es gibt auch, also außer der Rupi Kaur, noch ganz, ganz viele andere Künstler und Künstlerinnen, die sich damit beschäftigt haben. Und da gibt es tatsächlich, also ich habe für die Uni für einen Recherchekurs dazu was gemacht, da gibt es auch das Netzwerk für Recherche zu Menstruation, also und die sammeln im Prinzip wissenschaftliche Arbeiten zum Tabuthema Menstruation, das ist super interessant. Es gibt sogar eine Masterarbeit, die sich mit dem Fall von der Rupi Kaur beschäftigt. Das ist, also man findet da tatsächlich, ja. Muss man ein bisschen gucken, aber man findet da viele interessante Sachen für die Leute, die sich vielleicht dazu noch interessieren. Ja, also mein Vortrag war auch mal viel, viel länger. Jetzt habe ich ihn doch etwas zu stark gekürzt, wie ich ja gemerkt habe. Da hat man auch, also wenn man da anfängt, da findet man so viele interessante Sachen und Menschen und Geschichten und ja auch Möglichkeiten. Also man könnte fast einen eigenen Vortrag über das freie Bluten machen. Was ich auch mal schade finde, ist, dass es immer so dargestellt wird, als wenn sie es wirklich einfach laufen lassen würden. Und das ist es ja nicht. Es ist ja tatsächlich ein Anhalten und es auf der Toilette entleeren. Genau. Aber da, ja. Ja. Genau, also mir ist gerade noch mal eingefallen zum Thema Menstruationstassen vor allen Dingen, dass ich es nach meiner persönlichen Erfahrung sich Menschen, also Gynäkologen, Gynäkologinnen extrem wenig damit auskennen und dass das sehr nervig ist. Also als ich nach 3 Wochen zum Arzt gegangen bin, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist, haben die nicht nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, sondern ganz, nicht nur, weil es 3 Wochen waren, sondern ganz generell, weil ich sowas verwendet habe. Also Menstruationstassen. Ist tatsächlich so, das liegt wohl daran, dass die halt kaum Weiterbildung machen, schon gar nicht zu dem Thema. Das ist jetzt so eine Sache, die taucht da halt nicht auf. Es war auch bis vor ein paar Jahren ein komplettes Nischenprodukt. Also auch wenn es zeitgleich mit dem Tampon entwickelt worden ist und patentiert worden ist, war halt nicht so interessant, weil es ist einfach kein Wegwerfprodukt. Das heißt, für so eine Firma ist es natürlich interessanter, wenn jemand dauernd was nachkaufen muss. So funktionieren auch diese Einwegrasierer mit denen, ne? Der Rasierer ist günstig und dann die Klingen teuer. Genau, man hat halt ein Produkt, das man nachkaufen muss, das man auch günstiger herstellen kann. Und deswegen ist das halt vermarktet worden ohne Ende und die Tasse nicht. Und die ist jetzt erst in den letzten 3-4 Jahren wirklich, sag ich mal, gibt es so einen kleinen Hype drum, wo plötzlich alle drüber reden. Und vorher haben tatsächlich kaum irgendwelche Ärztinnen sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Also es gab so ein paar engagiertere, meistens dann auch Ärztinnen, die selber menstruieren. Aber bei den ganzen, ich sag mal, männlichen Kollegen war das Thema halt einfach nicht interessant genug. Und dann, einer hat mir erzählt, hat der Arzt wohl gemeint, was sollst du mit so einem Neumoden-Scheiß, da muss ich jede Mode mitmachen. Als sie dem dann erzählt hat, dass das schon ein bisschen älter ist, konnte der das auch nicht fassen. Also das, da wird sich tatsächlich einfach nicht. Bringt ihnen auch kein Geld ein. Warum sollten sie sich damit auseinandersetzen? Also ist mein Gefühl. Also ich bin mittlerweile von Gynäkologinnen oder Frauenärztinnen nicht so begeistert, weil ich da einfach mittlerweile zu viele Geschichten kenne. Die meisten machen ihren Job nicht gut. So als Biolehrer mal gefragt, ich habe 30 Minuten Zeit vielleicht für das Thema maximal. Was spreche ich am besten an in der Zeit? Wahrscheinlich nach Geschlechtern getrennt. Ich würde grundsätzlich allen das nahelegen, das ist schon mal zu gut. Wissen. Also. Grob natürlich den Zyklus durchgehen. Wie funktioniert das? Das ist auch wichtig nachher, wenn Sie sich mal entscheiden, vielleicht hormonell zu verhüten. Dann auch sagen, da ist nichts Schlimmes dran und auch Mut zu sprechen, Sachen auszuprobieren. Ich das erste Mal von der Menstruationstasse gehört und dachte ja noch, was ist denn das für ein Scheiß?
Das war mir sehr suspekt und es braucht auch ein bisschen Übung, bis man es drauf hat. Also es ist ja ein leichter Unterdruck, der sich aufbaut. Das heißt, man muss erst den Unterdruck lösen und dann das Ding rausziehen. Das heißt, da braucht man ein bisschen Übung, bis man das, mittlerweile läuft es schneller als beim Tamponwechsel. Und man sich auch für sich das Produkt aussuchen muss, das einem passt, also sich gar nicht selber, also wenn man sich nichts einführen will, sollte man sich es nicht aufzwingen lassen, nur weil irgendwer sagt, das ist ein Tampon ist viel besser als eine Binde. Das ist totaler Quatsch. Wie gesagt, auch auf die Mehrwegprodukte zu gehen, es wird mittlerweile so ein bisschen an die Ökospinner-Ecke geschickt, aber ist tatsächlich für die meisten wesentlich angenehmer und ja, sowas halt, dass man auch so ein bisschen Leuten sagt, einfach offen umgehen und fürs eigene Gefühl und auch traut, Fragen zu fragen, das ist, dass man da nicht alleine ist. Es gibt viele, also wie gesagt, ich habe da in den Foren 40-jährige Frauen, wo man denkt, die müssten doch ihren Körper kennen, die Sachen fragen, wo ich in der Grundschule schon gelernt habe. Also das, ja, dass man trotzdem nachfragt, auch wenn man es wissen sollte. Noch eine Sache zu Einweg- und Mehrwegbinden, weil also meine Erfahrung ist tatsächlich, dass das Einwegbinden auch deutlich schlechter verträglich sind, weil das mit der Luftdurchlässigkeit nicht so cool ist, wenn da unten so eine Plastikschicht ist und dass es dem Körper auch tendenziell, wenn man empfindlicher ist, nicht so gut tut. Ja, das höre ich auch öfters. Es gibt aber auch Stoffbinden, die auch undurchlässig sind. Die haben da so eine Plastik, aber selbst die funktionieren irgendwie besser. Selbst da muss die Durchlüftung besser funktionieren. Das ist halt, wie man es macht. Wenn man natürlich eine ohne quasi Wasserschutzschicht macht, da muss man halt aufpassen, auch gerade, dass man schnell genug wechselt. Da muss man so ein bisschen. Ja, ich würde gerne auch nochmal auf die Frage eingehen, was man denn da reden sollte. Ich denke, gerade mit SchülerInnen ist es wahnsinnig wichtig, dass man eben auch bei Null anfängt und kein Wissen voraussetzt. Ich erinnere mich, dass zu einem Zeitpunkt, wo ich schon seit ungefähr 4 Jahren meine Periode hatte, bei uns dann doch mal so ein Thementag Sexualkunde gemacht wurde, wo das Thema dann auch zur Sprache kam und eine Mitschülerin, also gleiches Alter wie ich, fragte, ist das wie wenn man auf Toilette geht? Das war für mich in dem Moment unbegreifbar. Ich meine, ja, das sind viele Menschen, bei denen das auch irgendwie bis 16 oder so dauert, bis das tatsächlich auftritt. Ja, aber ich denke, das ist irgendwie auch ganz wichtig, da irgendwie nicht vorauszusetzen, dass die Menschen sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt haben, weil ganz viele eben auch ganz viele Körper da auch einfach unterschiedlich sind und einfach auch der Zeitpunkt, wo sowas eintritt, unterschiedlich sein kann. Ich erinnere mich da auch tatsächlich ja noch relativ neulich, wo ich weiß nicht, ob das ein Männerrechtler war oder so, der groß im Internet verkündet hat, Frauen sollten doch einfach ihre Blase halten. Das war auch ein Schüler. Ja, aber es wäre schön, wenn man solchen Menschen mal tatsächlich sich die halbe Stunde Zeit genommen hätte und aufzuklären, dass das eben nur sehr wenige Menschen können und dass das Training bedarf und das eben nicht realistisch für alle Menschen ist, die menstruieren. Deshalb, ich finde es ganz wichtig, da irgendwie eben nicht vorauszusetzen, dass irgendjemand betroffen ist oder nicht betroffen ist oder dass irgendjemand schon irgendwelche Kenntnisse hat und eben einfach bei Null anfangen, weil gerade Schüler trauen sich meistens auch nicht, doofe Fragen zu stellen. Was auch wichtig ist, was man greift, weil du sagst, unterschiedliche Körper, dass man auch erklärt, dass Körper unterschiedlich sind. Und nur weil ich kaum Beschwerden habe, heißt das nicht, dass nicht die Person nebendran wirklich da 3 Tage vor Schmerzen gekrümmt in ihrem Bett liegt und kaum rauskommt. Das ist halt auch wichtig. Und dieses halt Leute gibt, die wenig und viel bluten und dass man sich da gar nicht so die Sorgen machen muss, wenn da die Freundin irgendwie andere Daten hat als man selber, das ist vielleicht wichtig. Also auch beim Muttermund, es gibt Leute, da fängt der Muttermund schon bei 2 Zentimetern an und andere haben 12 Zentimeter. Und das ist alles ganz normal. Also und auch wichtig, dass diese Schemazeichnungen von der Gebärmutter und so, dass das halt nur Schemazeichnungen sind und dass es auch, ne, dieses Mal sein kann, dass der Muttermund tatsächlich seitlich liegt. Sowas halt, dass man einfach merkt, ich bin nicht absonderlich, sondern alle Menschen sind irgendwie anders. Das ist auch oft ein bisschen das Problem, dass da dann teilweise sich geschämt wird, weil man irgendwie im Körper was hat, was man denkt, was keiner so hat. Um auch nochmal daran anzuknüpfen, mit was man vielleicht den Schülern sagen sollte, vielleicht wirklich vor allem
Schülern, also männlichen Schülern, sagen erstens, das ist ein Tampon. Es gibt die Story von Menschen, die dachten, das sei ein Vibrator und deshalb dafür gesorgt haben, dass diese Dispenser, wie heißt das auf Deutsch, nicht mehr in den Frauenthermen-Toiletten aufgehängt werden sollen, weil das sind ja Sexspielzeuge. Und zum anderen eben auch, ich kann das aus meiner Schulerfahrung, dass viele meiner Klassenkameraden Tampons abgrundtief widerlich fanden. Dabei ist es meistens einfach nur Watte und ein bisschen Stoff oder Faden. So einfach erklären, was das ist, dass da nichts Ekliges dran ist. Und noch? Ich halte das leider nicht für wirklich zielführend, weil ich bei solchen Aussagen tatsächlich eine gewisse Misogynie bei solchen Leuten unterstelle. Das heißt, wenn sie sich das nicht anhand der Tampons machen können, auch wenn man sie aufklappt, werden die sich postfaktisch halt irgendetwas anderes aussuchen, um ihr geliebtes Patriarchat aufrechtzuerhalten. Ja. Also ich unterstelle bei bestimmten Themen mittlerweile tatsächlich eine gewisse Merkbefreitheit, so bitter das ist. Ja, und man muss ja auch irgendwo anfangen. Ganz da hinten sehe ich noch. Direkt dazu vielleicht. Deswegen ist es so wichtig, diese Diskussion zu haben, weil diese Menschen können ihre Meinung besonders dann gut vertreten, wenn es kaum informierte Gegenrede gibt. Und deswegen ist es notwendig, dass es in der Klasse angesprochen wird. Deswegen haben wir auch diese ganzen Diskussionen und teilweise auch absurde Zwischenrufe von Leuten, die es eben noch nicht verstanden haben und vielleicht nochmal eine Erklärung von der freundlichen Lehrkraft brauchen. Ja. Ist auch wichtig zum Gegenargumentieren können. Letztens hat zum Beispiel auch eine sehr schöne Geschichte. Ein Chiropraktiker in den USA hat nämlich ein neues Monatshygieneprodukt entwickelt. Einen Kleber. Und zwar funktioniert das so, man hat so einen Kleber in so einer Lippenstiftform und damit klebt man sich die äußeren Schamlippen zu. Ja, tatsächlich. Und wenn man dann auf Toilette geht, der Urin wäscht ihn ab und dann öffnet der es und lässt das Blut raus. Funktioniert wahrscheinlich so überhaupt nicht. Und die Argumentation, warum er das erfunden hat und warum er das für teuer Geld als Chiropraktiker, also auch noch ne, verkauft, ist, weil da ist ja seit Jahren nichts passiert zum Thema Monatshygiene und wenn die Frauen das nicht machen, dann muss er das als Mann tun. Und dann ist es halt schön, wenn man Leuten schon mal so ein Grundverständnis von Anatomie gegeben hat und denen zu erklären oder auch zu erklären, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dicht ist. Oder wenn es dicht ist, dass es dann halt beim Urinieren auch wirklich abgeht oder aufgeht. Also, aber allein ne, so klebt ihr doch die Lippen zu, ist halt schon irgendwie, also auch von der Aussage her, ja. Also das Problem ist halt, auch wenn er nur Chiropraktiker ist, er ist Arzt und dadurch wird das natürlich, das Produkt an sich, auch schon wieder hervorgehoben. Das hat ja ein Arzt entwickelt. Das ist halt ein Arzt, der anscheinend davon keine Ahnung hat und der halt auch total fachfremd ist. Ja, das wird dann meistens ausgeblendet. Von daher ist es halt auch wichtig, diese Diskussion öfters zu führen, um auch einfach Gegenargumente zu haben oder auch Verständnis dafür, dass das so nicht funktionieren kann. Lass noch mal. Was man gerade bei Schülern noch erwähnen sollte, denke ich, ist auch, dass bloß weil man Regel sagt, ist nichts unbedingt was mit Regelmäßigkeit zu tun haben muss, gerade als Kind oder generell, dass es einfach ja nicht unbedingt planbar ist, was der Körper tut und dass es auch durchaus normal sein kann. Gerade wenn er sich einpendelt, so in der Pubertät, da fängt er ja erst an. Und ist auch eine sehr schöne Anekdote. Ich habe dann auch mal in einem Forum, wo auch Männer zugelassen waren, mit einer diskutiert, die ein bisschen Panik geschoben hat, weil sie zwei Tage drüber war. Und ich dann meinte, hey, das ist halt unterschiedlich. Und ich habe auch, mein Zyklus ist auch nicht 28 Tage, sondern 31. Und mir hat ein Mann geantwortet, das kann gar nicht sein. Ich würde Unsinn reden, weil er hat in der Schule gelernt, das sind 28 Tage. Das war dann schon Mansplaining auf höchstem Niveau. Also mir zu erzählen, wie meine, also nicht wie die Periode an sich läuft, sondern wie meine Periode funktioniert. Aber ja.
Ich habe mir ist gerade noch was eingefallen, was jetzt zum Thema Tabu ist, und zwar die Situation Schmerzen und wie Schmerzen eingeschätzt werden. Also dass es zum Beispiel so Abfragen gibt in Bezug auf ganz andere Zusammenhänge, medizinische Zusammenhänge, Herzinfarkt oder so, dass dann gefragt wird, wie stark sind die Schmerzen, und dass dadurch, dass es Menschen gibt, die sehr starke Menstruationsschmerzen erleben, das ganz anders einschätzen und dementsprechend möglicherweise falsch diagnostiziert werden, weil das einfach nicht thematisiert wird. Also weil das Menstruation als Tabuthema nicht mit einberechnet wird in so einer Situation. Wird auch meistens so Sachen, wenn dann auch wieder von irgendwelchen privilegierten weißen Männern gemacht, die dann entscheiden, wo gehen die Gelder, auch bei der Forschung, wo gehen die Gelder hin. Zu dem ganzen Themengebiet gibt es kaum valide Daten, weil dazu nicht geforscht wird. Also da muss man halt echt suchen. Und wenn ich mir sehe, für welche Themen da teilweise Geld rausgeworfen wird in der Forschung, allein hier toxisches Schocksyndrom, ja, da könnte man doch wirklich mal untersuchen, inwieweit das wirklich bei Tampons, das kann man ja nachweisen. Da kann man ja, ne, ich sag mal, den Tampon in der Lösung tunken und dann gucken, wie weit sich das Bakterium entwickelt im Inkubator unter denselben Bedingungen. Wird aber nicht gemacht, interessiert halt keinen. Kannst du noch mal kurz darauf eingehen, warum nicht nur Frauen menstruieren und warum nicht alle Frauen menstruieren? Mir ist das klar, aber vielleicht ist es nicht allen Leuten hier klar oder die den Stream schauen. Okay, muss ein bisschen die Worte suchen. Ich verplapper mich da meistens auch immer selber. Es ist auch jetzt 2-3 Mal passiert. Es gibt Menschen, zum Beispiel Intersexuelle, die keinem Geschlecht also keinem von den binären Geschlechtern zugeordnet werden, also schon von Geburt an, die halt beide Merkmale tragen, sowohl männliche als weibliche. Es gibt Menschen, die sind transgender, die werden meistens irgendeinem Geschlecht zugeordnet von der Gesellschaft, haben aber ein anderes oder gar keins. Und dann gibt es Non-Binaries, die sagen, ich bin weder männlich noch weiblich, sondern irgendwas anderes. Also da gibt es halt ganz, ganz viele. Und dann gibt es halt Menschen, die männlich gelesen werden, die auch auf die Herrentoilette gehen, aber trotzdem menstruieren, denen man es nicht ansieht. Und dann kann man sich halt vorstellen, wenn da jemand auf der Toilette ist und es ist kein Mülleimer da, um seinen Tampon zu entfernen, man muss halt mit diesem Tampon dann in der Männertoilette nochmal schaulaufen gehen, bis man dann vorne endlich, also es ist als Frau in der Frauentoilette schon schlimm genug. Und das, obwohl ja alle, also fast alle, die da sind, auch dann menstruieren und eigentlich alle auch das Thema und sich so, ne, kennen, selbst da hat man ja gewisse, und ja, also da gibt's dann halt nochmal, also ich kann mir das nur vorstellen, nochmal um so einiges schwerer über das Thema zu sprechen, wenn man von der Gesellschaft nicht als menstruierender Mensch anerkannt wird oder gesehen wird, dann ist das Tabu natürlich nochmal um einiges größer und kann dann natürlich auch wieder auch zu vermehrten Problemen führen. Wie, ich sag mal, wenn der Notarzt denkt, da liegt ein Mann, wird zum Beispiel auch, kommt halt keiner auf die zu fragen, ob man gerade einen Tampon trägt. Da kann halt auch dann wieder einiges übersehen werden und genau. Und damit man halt anfängt, auch über diese Menschen nachzudenken und die auch anfängt, in den eigenen Gedanken mit einzukludieren, versuche ich es immer, menstruierende Menschen zu nennen, aber ich muss ehrlich sagen, bei dem Thema kriege ich es nicht immer ganz hin. Weil es halt auch wirklich stark einfach auf Frau fixiert ist. Also da bin ich 30 Jahre sozialisiert worden, das dauert ein bisschen, bis das raus ist. Aber wenn du es noch mal ergänzen willst, ich glaube, du bist da ein bisschen firmer in dem Thema. Oder jemand anders, der da noch, also das ist nicht mein ganzes Spezialgebiet. Ich bin weiße Cis-Frau, ich bin dazu privilegiert. Ansonsten ist die Zeit auch quasi, ah, da hinten ist noch was, ja. Jo, vielleicht nochmal zum Lehrkraftsjob. Ich denke, bei dem Thema ist es sehr wichtig, auf iterierende Prozesse zu setzen, also dass man dieses Thema mehrfach dran nimmt, gerade eben, weil die Entwicklung nicht bei allen gleichförmig ist und man nicht davon ausgehen kann, so okay, jetzt sind die alle ungefähr in der Pubertät, jetzt erzähle ich ihnen das Ganze einmal und wer nicht, für wen es nicht zutrifft und wen es nicht interessiert, hat er Pech gehabt. Das ist etwas, was man, wo man am Ball bleiben muss, was man mehrfach anregen muss und wo man auch weiterführende Informationen geben kann. Aber ich denke, wie wir ja schon gesagt haben, dieses
hauptsächliche Interesse sollte sein, eben das Stigma wegzukriegen. Und um den anderen Impuls vielleicht noch aufzugreifen, ist jetzt für mich fachfremd, aber es wäre vielleicht ganz schön, wenn das Fach Biologie sich Gedanken machen könnte, wie sehr es zur Normung von Körpern beiträgt. Weil ich hatte das Problem im Gymnasium extrem, dass ich dachte, dass ich zumindest die Grundlagen verstanden hätte, und das war kompletter Blödsinn. Okay. Dann würde ich jetzt auch Schluss machen. Ich bin aber auch noch quasi das ganze Wochenende hier. Und zur Not auf Twitter heiße ich Tao Nui. Könnt ihr mich auch anschreiben, wenn ihr da noch Fragen habt. Wenn ich es kann, beantworte ich es gerne. Genau. Und ansonsten schön, dass ihr da wart. Ich bin ganz positiv überrascht, dass es so viele sind. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet bei dem Thema. Umso schöner. Und dann noch eine schöne GPN.